Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt. Wir schauen uns heute Ulamara Arena of the Gods an. Es handelt sich dabei um einen Team Brawler mit Ballspielelementen, um es mal einfach auszudrücken. Und ich habe mir gedacht, das Konzept, die Idee dahinter ist so interessant, das können wir uns doch mal gemeinsam ansehen. Dann schauen wir uns doch erstmal die Optionen an. Wir können uns hier die Auflösung einstellen. Verstehe nur nicht, warum da immer 1280x720 steht, obwohl ich das schon höher gestellt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob der das schon geändert hat oder nicht, aber zur Verteidigung möchte ich nochmal sagen, das Spiel befindet sich noch in Early Access. Ich kann ja nochmal kurz schauen hier, ich stelle das auf 1920x1080. Hier gehen wir zurück, dann gehe ich wieder in die Option, da steht da wieder 1200. Also scheinbar ist das noch nicht so ganz sauber, beziehungsweise scheint wohl noch irgendwie ein bisschen verbuggt zu sein, aber das ist ja wohl kein großes Problem, das mal eben ändern. Also von daher sage ich mal, ja, kann ich soweit noch mitleben. Und wir können uns hier einen Vollbildschirm, wir können das auch im Fenster spielen. Steuerung können wir uns hier anzeigen. Bevor ich das wieder vergesse, nochmal einen recht herzlichen Dank an den Entwickler, der mir die Möglichkeit gegeben hat, euch die vorzustellen. Vielen Dank dafür. So, kommen wir aber mal zur Steuerung. Ich spiele das hier mit dem Xbox-Controller am PC. Und ihr seht, das kann man auch mit Tastatur und Maus spielen. Aber ich bei so 2D-Spielen bin ich eher ein Freund von der Gamepad-Steuerung. Auf jeden Fall finde ich das super, dass man das auch mit dem Gamepad spielen kann. Hätte mich auch verwundert, wenn das nicht gehen würde. Mal abgesehen davon. Wir können also dashen und dodgen mit LT und RT. Mit B können wir passen. X ist Angriff, A ist Springen. Pause, Move und Aim. Dann bin ich mal gespannt, was das Spiel so zu bieten hat. Es soll auf jeden Fall ein Spiel sein, was man zu Hause mit mehreren Leuten spielen kann. Da mir hier jetzt gerade mal die Leute fehlen, stelle ich euch das mal nur allein vor. Aber ich glaube, um Ersteindruck zu bekommen, ist das auch ganz gut. Dann gehe ich doch einfach mal auf Play. So. Wir können uns jetzt einen Charakter auswählen. Wir haben da oben noch die Option. Game Mode können wir hier ändern. Zeit, Punkte, Mix. Wie lang ein Match dauern soll. Ich glaube, wie weit geht denn das? Sag nicht, das geht bis 60 Minuten. Tatsache. Aber ich glaube, ich bleibe mal bei 3. Tore man schießen muss. Moment. Man bekommt 5 Punkte für ein Tor. Oder wie soll ich das verstehen? Friendly Fire kann man einstellen. Das wird ja super mega lustig, wenn man das mit Freunden spielt. Friendly Fire ist immer super. Dann können wir noch das Team wechseln mit X. Geht jetzt nicht. Ich versuche mir jetzt auf erstmal einen Charakter auszuwählen. Player still selecting. Heißt das, ich kann das jetzt ein? Nein, ich würde gerne. Achso, mit hoch und runter kann ich mir Charaktere aussuchen. Die sehen auf jeden Fall alle schon mal recht cool aus. Ich nehme dann doch mal den. Wen nehme ich denn mal? Miklan. Mal den. So, dann drücke ich jetzt mal Start. Ah, hier können wir noch einstellen, ob der Computer mitspielen soll. Jetzt ist natürlich die Frage.
Eis Maximum an Bord. Okay. Ich habe mir gerade überlegt, wie viele Leuten spielt man das denn? Mit 4, so wie es ausschaut. War auch irgendwie nachvollziehbar, weil das kann man auch gut auch mit 4 Leuten zu Hause spielen. So. Nein, ich wollte runter. So, wie stark soll denn Computer sein? Ich bin mal ganz vorsichtig und stell das mal auf schwach. Ja. Und hier können wir die Arena auswählen. In entfernten Zügen wird der eine oder andere sich schon an Smash Bros. Erinnert fühlen oder Brawlhalla zum Beispiel. Aber da kommt halt noch das Ballspiel hinzu. So, nehmen wir doch einfach mal, können wir hier auch Zufall auswählen. Es gibt scheinbar bisher nur 2 Arenen. Nehmen wir mal die erste. So, Player 1, das sind wir. Eieiei, da muss man erstmal mitkommen. Aber soweit ich das verstehe, muss der Ball genau in diese rote, in diese Kuh reinfallen. Auf jeden Fall ist das ganz schön fix. Ah, hat nicht ganz geklappt. Nein, falsche Richtung. Ja, nein! Verdammt! Nein! Ah, verdammt! 2-0 steht schon. Naja. Jedenfalls muss ich schon sagen, die Grafik gefällt mir schon echt gut. Nein. Ich würde gerne mal den Ball bekommen. Oder vielleicht mal ein Tor schießen hier. Oh nein, und jetzt steht's 3-0. Und 4-0. Uiuiuiui. Ich habe schon Probleme, mich selbst im Überblick mich selbst zu finden. Oh, ist jetzt schieß doch oder werf doch oder was auch immer. Oh Mann, total vernichtet. Musik klingt auch ziemlich nett. Also das Ganze ist halt schon vom Spiel her ein bisschen minimalistisch. Aber durch den Comic-Look würde ich sagen, verzeiht das Spiel doch schon so einiges von der Grafik her. Hauptsache, es läuft flüssig. Das Gefühl, ich drücke immer den falschen Knopf hier. Moment, ich würde gerne noch mal, kann ich mir noch mal hier die Tasten beleben? Nein, kann ich nicht. Hat der den nicht? Los, komm jetzt, ein Tor, das kann doch nicht so schwer sein.
Uiuiui, das darf ja keiner sehen. Frag mich auch, ob die Charaktere unterschiedliche Stärken haben. Würde ich mal drauf tippen, ja, aber man sieht es halt, glaube ich, nicht. Jedenfalls jetzt nicht, wo man das sehen soll, wo man das sehen könnte. Ich kann hier zwei Charaktere auswählen, aber sehe nicht, ob es überhaupt irgendwelche Stärken gibt. Und ja, es ist ein super Couch-Game, aber ich würde, es wird halt auch so auf Steam beworben, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass da ein Online-Modus mit hinzukommt. Vielleicht auch mit Ranglisten. Ich glaube schon, dass das Spiel wäre dadurch durchaus geeignet. Da sehe ich auf jeden Fall Potenzial, was das angeht. So, nach meiner vernichtenden Niederlage, sage ich mal zum Abschluss, ich finde, so, es ist halt Early Access noch, aber es wirkt schon aus einem Guss. Und läuft super flüssig, die Steuerung ist auch in Ordnung. Heißt in Ordnung, also sehr gut, würde ich sogar sagen. Nur weil ich mich schlecht anstelle, heißt das nicht, dass die Steuerung schlecht ist. Ja, sonst noch was? Ja, wie gesagt, das passt recht gut zusammen. Und dieses Ballspielelement da bei so einem Brawler mit drin ist auch eine super Idee. Also wenn euch sowas interessiert und wenn ihr Leute habt, mit denen ihr das zu Hause spielen könnt, ich glaube schon, dass das riesig Spaß machen wird. Bis zu vier Leuten. Aber wie gesagt, ich hätte gern Online-Modus. Vielleicht mit so, ja, Ranglisten. Nicht, dass ich mir da irgendwas von versprechen würde, wie man gerade gesehen hat, aber hey. Ich werde das auf jeden Fall nochmal mit ein paar Freunden spielen. Mal schauen. Vielleicht mache ich ja den einen oder anderen nass. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Wie hat euch das Spiel gefallen? Das würde mich auch interessieren. Mögt ihr sowas? Mögt ihr Brawler? Oder auch mal das Element mit dem Ball da drin? Glaube schon. Damit lässt sich einiges anstellen. Das war's von mir und bis bald!